Welcome back to another German Food Review, and it's Burger King time. 100% beef, high quality Crown Standard. Alright, Crown Standard. No idea, but there's no beef in it. It's not flame grilled. This is chicken. Burger King chicken. Yeah, the 149er King Nuggets. 9 King Nuggets for €1.49. Plus 2 dips, right? Here's the offer. You can see it. 9 King Nuggets, $1.49, only for a short amount of time. There are 2 dips included, and as you may know, I'm not really a chicken nugget lover, but there's something very nice in it. I hope it's still very nice. And you can see the King Nuggets. Alright, yeah, deep fried is actually always good. 180 calories for 4 pieces. Alright, 100 gram, 260. Yeah, let's see what's in here, right? let's take a look at the bill. Oh boy. Yeah, and what you will notice here is chili cheese dip, chili cheese dip, chili cheese dip, what the heck, chili cheese dip, chili cheese dip, boop, boop, boop. Yeah, this sauce here is really nice, but they have changed the recipe, I think, so I have to try it. And there you would actually pay 25 cents per dip, so all right. 10 dips should be in there. Let's count that. 3-1, here we go. And here you can see all the dips. A nice color. All right, get the stuff out here. Okay, that takes definitely too long. So let's do it like that. Like a professional. All right. Empty bag. I don't see napkins. Okay. Go way back. And here are the tinier bags. Filled with nuggets. And I hope 9 pieces in each bag. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, I ordered 5 bags of 5 by 9 is 45 nuggets here. Here's the location, Burger King. And it was super crowdy actually. There was a class or so, I don't know. But it was super crowdy anyway. It was actually quite quick after the crowd left. So, dips. Let's do a thumbnail here and then let's eat. Alright, 2, 4, 6, 9. Good. This one here looks actually quite nice. Properly deep fried, I hope. Bum bum. Okay, I can't count this. Maybe you can. Dun, 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 dun. Da, 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 da. Nuggets, nuggets, nuggets. Alright, this here is really nice. Nuggets, I don't know yet. Can't be that bad, but alright. So, let's do a thumbnail here. Go way Bill, go in here. Let's add a few chili cheese dips on top here. And where's the rest? That will be the thumbnail. Alright. So, let's start to eat. First of all, a nugget without the dip. Here we go. Oh. Alright, here you can see the chicken meat. I have to say, it's not the best flavor, right? But 150 for such a bag here, that's extremely cheap. Nothing wrong with that here. But it's not the nicest flavor on this planet. Alright, let's pimp them. Actually, I want to save a few of those chili cheese dips or sauces for a chili cheese burger, but I have to try it. You can see the ingredients. Okay, where's the fat? Cheese powder's in there. Milk and so on. Yeah, okay, no, those aren't the ingredients, right? Anyway, let's open it and let's try it. Yeah. Here we go. The sauce is nice. And yeah, it also works with 40% of fat. That sauce is really nice, man. One of my favorite sauce. This. Yeah, you can't taste the chicken anymore. It's just this. How does it taste like, actually? A little sour, like vinegar. It burns just a little bit, not extreme. Cheese, maybe, and then there's just a nice flavor. Here we go. No. Yeah. 100 calorie per dip. I checked it.
Yeah, but they used to use 70% fat, I think. Anyway, this all still works, right? So it's not that high in calories anymore. It was like mayonnaise. Nice stuff. Okay, all right. I know the purpose of those nuggets. They serve the dip. But they're beef nuggets. That would be nice for this year. This sauce here works really well with beef and smoky flavor. That's awesome. Yeah, the Americans don't have that. That's quite bad, actually. This stuff is super tasty. Really tasty. Here we go. First thought about chili cheese sauce. Burger King. Burger King. Here we go. All right. That's a circle. Where's the boot? I'm on the boot now. Circle. Brilliant. Whoops. Here's the tip. Chili cheese sauce. But that is chili cheese nuggets. It's not the same as this here. They taste different. You can see the calories. Where's the fat gone? 42%, all right. It's still okay. It's still quite creamy. And I just love the taste. Here we go. Oh, I broke a nugget. How many did I eat? No idea. I want to save at least four dips, I think. I mean, for two burgers or so, 50 gram of sauce. Okay, let's open this up. Or maybe five, I don't know yet. Yeah, I mean, yeah, right, 150. That's a no-brainer. Just order a huge load of the stuff. Choose your dip of choice or add a completely different dip. Your favorite sauce, whatever. Here we go. And then just snack. And snack. How high is actually the protein? Oh no, I have to go back. Oh boy. Here we go. Anything of it? Just 12%. 12%. Why is it so damn low? Why is it so low? Whatever. Yeah, how does this stuff taste like? Actually, more like breading. Yeah, I have its flavor. You know. Our sauce is still quite heavy. Perfect flavor. All right. How many are left? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18. Oh, I'm sorry, Germans. I cheated you. All right. Yeah. Oh, no idea. Here we go. Okay, one more. Just for you. Which one? Let's go with this one. This one looks... Oh no, here's a brother. All right. Looks like an ear, actually. All right.
with a little bit of dip here. So let's eat it. Here we go. Yeah, if you see that sauce and you don't know it, try this out. This sauce is just awesome. 110% for the sauce. I really love it. Well, generally sometimes I put in nuggets. 150 is a good deal, right? It's a good snack, but it's not the tastiest. Well, okay, 150, right? This is definitely an argument. All right, let's see. One. Oh boy. Holy cow. 110%. Yeah. All right. Nothing left. All right. Thanks for watching. I'll continue in German. I forgot the price. 7.45, but you can calculate it yourself, right? So, ungewöhnlicher Übergang. Ja, ich habe den Preis vergessen. Was gibt es hier? Die Nuggets von Burger King für 1,49. Würde ich sowas kaufen? Dann sagt ihr, nee, das kaufe ich nicht. Ja, also ich bin kein Nugget-Esser, das wisst ihr sicherlich mittlerweile schon. Oder einige zumindest. Aber okay, man kann Nuggets essen und die sind wahrscheinlich nur als Träger für den Dip da. Und das ist das Geile hier, wie ihr hier seht. Chili Cheese Dip, Chili Cheese Dip, Chili Cheese Dip. Nur Chili Cheese Dips. Und ja, das ist nice, man bekommt zwei Dips pro Paket. Und ich habe 10 bekommen und ich habe hier 5 Tütchen genommen, so 45 Nuggets oder so. Ich habe jetzt nicht genau nachgezählt. In der ersten Tüte waren, glaube ich, 9 drin. Danach kann ich es nicht mehr genau beweisen. Ja, und hier sind sie. Ich zeige euch mal noch die Kalorien und dann snacken wir ein paar. Oh, hier seht ihr die King Nuggets. Okay. Ja, 4 Stück, sagen die, ist eine Portion, 180 Kalorien, wenn man sich das ausrechnet. Was kommt denn raus? 45 oder so pro Stück. Alright, und der Dip hier, den haben sie geändert. Der hat nur noch 42% Fett. Der hatte mal 70. Jedenfalls stand das so in der App drin. Aber er scheint noch genauso gut zu schmecken wie früher. Und das ist ja eine meiner absoluten Lieblingssoßen. Brennt ein bisschen, ist nicht wirklich brutal scharf, aber brennt ein bisschen. Auf dem Burger funktioniert sie noch besser. Aber ja, wenn ich an Chili Cheese denke, dann denke ich an diese Soße. Alright, gucken wir uns mal ein Nugget an. Hier sind ja ein Nugget. Okay. Ja, da ist wahrscheinlich mehr Panade als Fleisch drum. Das muss so sein, denn das Zeug hat nur 12% Protein. Das ist natürlich nur nicht hoch, dafür, dass es ein Chicken-Produkt ist. Naja, wenn man sie so snackt, ist jetzt natürlich nicht furchtbar oder so, aber es ist jetzt auch nicht richtig geil. Also ich glaube, gibt es Leute, die Heißhunger auf Nuggets haben. Nee, oder? Ein bisschen gestaucht hier der Kollege. Hier, ja, und wenn wir die Nuggets mal verbessern, ich werde nicht alle Soßen essen, denn ich möchte einige aufheben. Eigentlich 4, vielleicht 5, weiß ich noch nicht. Und zwar für einen Cheeseburger mit schön viel Soße. Mmh. Okay, dann machen wir mal auf das Zeug hier. 100 Kalorien pro Dip, müsst ihr vorsichtig sein. Denn das Zeug schmeckt super, aber ist auch sehr schwer, wenn ihr davon sehr viel esst, dass das sehr viel Fett. Hier, go. Ja, schmeckt geil. Richtig lecker. Sieht doch noch super aus. Also, ich weiß nicht genau. Genau mein Geschmack. Absolut genau mein Geschmack. Und als ich das erste Mal gegessen habe, dachte ich so, wow, was ist das denn? Da kam der extra long Chili Cheese gerade raus. Brutal. Einfach richtig geil. Aber früher war der viel größer. Aber okay. Die Soße schmeckt immer noch richtig lecker. Sauer ein bisschen, so wie Essig oder so. Scharf, ganz bisschen. Und dann weiß ich nicht genau, wonach das schmeckt. Käse oder so. Nicht wirklich eigentlich. Aber schmeckt brutal geil. Auf einem ja, Flame-Grilled Burger gehört die auf jeden Fall rauf, denn dann wird sie noch besser als mit den Chicken-Dingern. Irgendwie ist sie nicht so scharf wie auf den Burgern, aber vielleicht liegt es auch an dieser Jalapeno-Soße. Also das Wasser, was da drin ist. Here we go. Naja. Mhm.
Also ohne Dip schmeckt schon nicht mehr. Der erste geht vielleicht noch. Dann schmeckt man dieses Panadenzeug. Aber dann stört die Panade eher. Die quält so auf. Aber mit Dip, Hebigo, schmeckt man euch geil. Ja, mit Dip essen. Hebigo. Ja. Also wenn ihr mal wirklich ein bisschen Essen haben wollt, für nicht so viel Geld, dann nehmt einfach 3 Tüten hiervon oder 2 reicht vielleicht auch. Und dann könnt ihr snacken. Oh, dem. Okay, das habe ich schon abgebissen. Okay, hebe ich mal 5 auf. Ja, wisst ihr einen Brötchenhersteller, der so lange Brötchen wie Burger King hat? Habe ich noch nie gesehen. Dann sagt man Bescheid. Das wäre dann noch ein originaler Chili Cheeseburger, wie auch immer, Hebigo. Ja. Kann man mal machen. Ihr könnt natürlich auch den Dip wechseln oder eure eigene Soße nehmen. Nehmt was Starkes, so dass ihr hier diesen Geschmack nicht haben müsst. Ich meine, der geht so, aber ist nicht so geil. Aber die Soße hier ist so super. Mmh, hier so, jetzt haben wir noch 2 Stiefel. Passen sogar. Ja, für die Soße gibt es 110%. 110, richtig geil. Die Soße gefällt mir super. Also bei dir von der Hut ab. Ich dachte, das sind die Zutaten, sind aber gar nicht die Zutaten. Das enthält Eigelb, okay, Käsepulver. Ich weiß nicht genau, was für Käse das ist. Aber schmeckt auf jeden Fall super. Ja, und die Nuggets hier, okay, ja. Ich meine, 57, 45 Nuggets, wenn es 45 waren, keine Ahnung, waren auf jeden Fall genug. Kann man schon sagen. Gott, du Daumen nach oben. Ja, man kann sich schon essen, aber auf die Idee jetzt einfach zu Burger King zu fahren und mir Nuggets zu kaufen, komme ich nicht. Da fahre ich lieber hin und nehme einen Chili Cheeseburger. Der ist ungefähr 7,85 mal geiler. Aber man kann auch einen Chili Cheese-Dip nehmen, dann sind die Nuggets auch nicht so schlecht. Hier, Beef ist trotzdem geiler. Ah, klar. Kicken dann jetzt. Beilage. Alright. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.